Das war ein perfekter Anfang. Also, wir haben gerade diskutiert, wie wir das hier starten. Hallo. Hallo. Fertig. Und willkommen. Bei dieser tollen Begrüßung. Aber wir vollenden schon einander die Sätze. Das ist richtig gut. Toll. Leute, lang ist es her, dass ihr Podcast-Vergnügen haben durftet. Jetzt ist es wieder soweit. Ich rück euch mal noch ein Stück näher ran. Wir haben hier heute eine Pilotfolge, eine Episode 0. Und neben mir sitzt nicht Herodes. Nein. Den kann auch keiner ersetzen. Nein, leider nicht. Den Podumcast, den gibt es bestimmt auch irgendwann mal wieder. Der Herodes ist jetzt gerade in Köln. Und da wird er auch erstmal bleiben. Vielleicht kann man über Skype was machen oder so. Aber ich habe mir so eine gute, ich will das Wort Ersatz nicht sagen, aber Ersatzperson geholt. Oho. Wer bist du denn? Ein Update. Nein, man kann auch Herodes nicht updaten, denn das er stimmt. Ist kein Roboter. Er würde sich über deinen IT-Sprech hier schon wieder freuen. Was macht er eigentlich? Ist er nicht sowas wie Computer und so? Der ist jetzt Computer, ja. Ah ja. Ja. Nee, also ich bin Tino, ich bin ein Quatschmacher von Beruf her und ich mache gern Sachen mit Politik und Schauspiel und mit Podcasts seit neuestem. Ich habe schon mal einen Podcast gemacht, zwei Stück, aber die waren eher so aus Spaß und nicht so regelmäßig. Letztlich ist Bratwurst aktuell, habe ich mit unserem Dudelsackspieler gemacht. Klingt auch gut. Hatten wir zwei Folgen und dann haben wir gesagt, wir haben alles erreicht quasi und jetzt hören wir auf. Und ich wollte nur gerade sagen, das ist gerade wieder sinnbildlich, wir sind hier in Episode 0 und Franz, hallo, guten Tag. Hallo. Der Besuch kommt einfach in den Podcast rein. Das ist eine Tradition, die man auch gerne vom Podumcast übernehmen kann. Das ist ohne Video. Also schon Video, aber man filmt nur den Stuhl und den Rucksack. Ja, was ihr gerade nicht seht, wir filmen gerade in unser Arschloch rein. Ist das jetzt wieder der neue Podcast? Das ist der neue Podcast. Der neue Podcast. Wir sind der neue Podcast. Wir werden den Namen dessen noch im Verlaufe hier bearbeiten. Richtig. Und zu einem Konsens kommen. Das wird ganz großartig. Tino hat sich auch hier ganz, ganz schöne analoge Notizen gemacht in seinem kleinen Heft. Das ist der Hammer. Ich sitze hier mit meinem Handy. Ich bin halt einfach aus dem 21. Jahrhundert und aus dem Internet. Und da werden wir hier ganz... Aus dem Internet geboren. Ja, da werden wir ganz lustig voranschreiten. Ich wollte gerade sagen, ja, wenn dein Handy mal abkackt, dann hast du verkackt. Und ich habe mein schönes Buch immer bei mir und kann rumklettern, außer das Haus brennt. Dann ist es halt blöd. Du kannst auch zur Not Seite rausreißen, falls du mal wirklich kacken musst. Ja, aber er kann seinen Browserverlauf löschen. Richtig, den Browserverlauf. Manuell. Ja. Ja, ich gehe mir jetzt was anziehen. Okay. Was ihr nicht sehen könnt, Franz ist gerade nackt. Ist nackt. Ja, wie immer. Ich wohne mit mir aus dem Zimmer kommt, ist er nackt. Darum bin ich leicht abgelenkt gerade. Hier kann alles passieren. Das ist der Podcast, wo alles passieren kann. Ja. Andere, die schreiben sich Skripte ewig lang, ja, und sorgen dafür, dass sie eingesperrt sind. Und bei uns kann alles passieren. Das stimmt. Immer. Eine Tradition, die ich außerdem auch noch gerne übernehmen wollen würde, wir brainstormen hier, es ist Episode 0, ist das öffentliche Podcasten. Durch die Stadt laufen und dabei podcasten ist auch eine wirklich geniale Idee gewesen, meiner Meinung nach. Und das kann man auf jeden Fall so alle paar Episoden vielleicht mal angehen. Auch so wurde ich ja aufmerksam auf euren Podcast, da ihr mich ja zufällig einmal traft in der City. Da kann man direkt die Brücke schlagen. Richtig, während ich krank war und gerade Arbeit geleistet habe, so wurde ich aufmerksam und habe direkt mich verliebt in den Gedanken, einen Podcast mit Robin zu machen. Das können wir auch tun, mal auf einem Großevent bei der Buchmesse oder Videogame-Dings. Alles möglich. Alles möglich. Ich finde ja auch ganz schön, ich bin ja auf dich zugegangen, weil ich dachte, ey, Herodes ist da, ich rede gerne, ich höre mich so gerne selbst reden, ich rede gern und masturbiere dabei, weil das so geil ist, aber irgendwie macht es mehr Spaß, wenn einer daneben sitzt, wenn ich masturbiere. Sag Bescheid, wenn du fertig bist, dann mache ich kurz die Augen zu. Deswegen dachte ich einfach nur, hey, mit dir passt das doch ganz gut, weil wir auf der einen Seite sehr ähnlich sind, aber auf der anderen Seite auch wiederum sehr unterschiedlich. Richtig, verschieden genug, das ist nicht langweilig. Genau. Zum einen sind wir, glaube ich, beide auch relativ experimentierfreudig, haben vieles schon mal ausprobiert, haben jahrelange jahrelang Halbwissen in verschiedenen Branchen ansammeln können. Und das ist eine großartige Sache. Aber trotzdem haben wir so ein paar Gebiete, wo wir uns vielleicht etwas widersprechen. Ich glaube auch, wenn es alleine um das Genießen von Onkelsmusik geht. Zum Beispiel, ja, die Onkels, meine Lieblingsband, die Robin ja überhaupt nicht gerne hört. Ja. Oh, da hast du jetzt richtig direkt ein altes Stilmittel wieder aufgegriffen, das Vice Versa, das quasi gegenteilig geredet wird, denn die Wahrheit ist natürlich andersrum. Wir wollen ja hier auch offen und ehrlich sein mit den Leuten. Ja. Böse Onkels sind einfach schon nicht schlecht.
Ja. Ich habe letztens einen tollen Spruch gelesen. Ja. Mein lieber Enkel, es gibt Menschen, die sind dumm. Oder es gibt Menschen, die sind sehr dumm. Und du bist kein Dummer. Doch, das war schön. Sehr schön. Das würde ich gerne übertragen auf die Onkels. Mach das. Auf jeden Fall. Sollten wir vielleicht jetzt mal angehen, uns, das haben wir nämlich in Vorbereitung noch nicht gemacht, uns ausführlich auszutauschen über die Ideen, die wir so haben, was den Namen angeht. Wir haben natürlich schon einzelne Sachen hin und her geschickt, aber ich habe hier auf jeden Fall noch ein paar richtig gute Sachen in der Pipeline. Das finde ich gut. Und ihr dürft doch gerne abstimmen oder kommentieren, was euch am besten gefällt. Und dann gucken wir, ob wir uns dafür entscheiden, was ihr gut findet. Und ignorieren das dann am Ende. Richtig. Genau. Es gab schon einen tollen Lacher. Also meine eine Idee war zum Beispiel auf dem Pott Cast. Mhm. Oder auch ohne Cast, auf dem Pott. Also auf dem Pott finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich habe mir überlegt, wenn wir tatsächlich das so gestalten, sollten wir es vielleicht wirklich auf dem Klo aufnehmen. Voll gerne. Dann hätte es einen ganz eigenen Flair. Auf öffentlichen am besten. Ja, auf dem Dixie-Klo. Nein, mit so einem Chloe Hall quasi, wo wir dann das Mikro mal durchreichen. Ja, doch, das ist gut. Also dann, ich habe ja am Anfang überlegt, irgendwelche Wortspiele zu machen, wie du jetzt auch mit auf dem Pott tatsächlich, weil Wortspiele ist ein ganz großes Ding und deswegen fand ich auch Podumcast richtig gut, weil da steckt richtig gut drin, dass schlechte Wortspiele ein Teil dessen sind. So. Ja. Ja, das muss ja hier nicht zwangsläufig auch so sein, aber deswegen fand ich das echt gut. Dann kommst du aber an mit so, ich sag mal, kreativen und freigeistlerischen Namen. Wozu wir auch noch kommen, dann dachte ich, ey, vielleicht kriege ich auch was in die Richtung hin. Und das Erste, womit ich ankam, war intellektuelle Kackwurst. Freigeist des Jahrhunderts. Das schlägt auch so eine schöne Brücke zwischen dem schönen Dingen im Leben und den Trieben des Menschen. Ja. Ist, muss ich dazu sagen, ist nicht unbedingt mein Favorit. Es war beim Brainstorm das Erste. Ja. Intellektuelle, ich will mal sein wie Tino, intellektuelle Kackwurst it is. Das passt nicht gut zusammen, ja. Darüber, das erwähne ich noch schnell dazu, kam ich auf Kinderlektuell. Das fand ich witzig, weil Kinderlecken ist immer gut. Ja, liebe Grüße an Edati. Und jetzt kannst du auch noch mal was sagen, damit ich nicht hier vielleicht alles... Also ein ganz schlechter Einfall war die Grinsen. Das war eine Anspielung auf die ostdeutsche A Cappella-Band Die Prinzen. Großartig. Die Idee kam mir auf dem Pott auch tatsächlich. Die Grinsen, musste ich mir aufschreiben. Und was er gerade ganz, wie heißt du nochmal? Leo. Leo, was Leo gerade ganz furchtbar fand, wo er drauf gezeigt hat, als ob Salat. Aber das hast du mir schon geschickt. Ja, das fand ich auch nicht schlecht. So wie ich, ja. Academician Impossible. Oh. Und dann der nächste, den fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, aber da musste ich mit dir noch Rücksprache halten, ob das vielleicht so für dich auch dein Thema wäre. Aber also es engt es halt vielleicht schon ein bisschen zu sehr ein, aber den Namen an sich finde ich gut, vielleicht sogar so gut, weil ich den irgendwo mal unterschwellig geklaut habe. Brennpunkt Internet. Gibt's das schon? Weil ich finde, es klingt gut, aber ich hab's so, also entweder habe ich es gehört und wieder vergessen. Ich glaube, das nehmen dann die Menschen zu ernst, glaube ich. Ja. Diesen Namen. Also entweder denken die, es wäre ein Assi. Irgendwie eine Brennpunktreihe oder machen wir irgendwie einen anderen Untertitel immer, ja, um was gerade geht. Entweder wird es so als Scripted Reality Podcast wahrgenommen, so als Assi-Podcast. Oder es nehmen die Menschen zu ernst und dann denken sie, ja, das höre ich mir lieber nicht an. Weiß ich nicht. Was denkt ihr? Schreibt es unten in die Kommentare. Eine andere Sache, die vielleicht nicht ganz so ernst ist. Ich bin echt schwer von meinen Wortspielen weggekommen, ja. Und ich habe gedacht, okay, Geräusch, Reden, Diskurs, wie kann man das einbauen? Dann bin ich bei Ohr angekommen und bin dann geendet bei Ossisch-Orthodox. Oi, oi, oi. Und jetzt wird es noch richtig finster. Eine Stunde geräuschert ist. Das ist gar nicht verkehrt, finde ich. Das ist mein Favorite bisher, ja. Ja. Gut. Vorgabe bei der Zeit, aber ansonsten. Nee, die Stunde steht schon. Also Leute, ihr seht das ja jetzt auch, wenn ihr die Länge anschaut, aber die Stunde wird wohl stehen. Das ist einfach eine gute Länge, finde ich. Eine Stunde stehen ist gar nicht so einfach. Ja. Also Sellers und Mundschuh hat einen Podcast, der heißt Die blaue Stunde und geht 2 Stunden zum Beispiel. Ist das ein Idiot? Ja. Die Ausländer wieder. Also ich hätte noch die Idee, wie gesagt, Schachspiel mit Tauben. Eine gute resultiert Sache. Resultiert aus einer Redewendung, aber die kennt halt nicht jeder. Kennst du die? Buch sein. Schachspiel mit Tauben, kennst du das? Wenn das man kennt einfach in einer Diskussion ist und der andere halt keine Argumente liefert, aber trotzdem so tut, als wäre er der Champion am Ende. So. Weil Tauben ja auch nicht Schach spielen können, aber Tauben werfen alle Schachfiguren. Ich habe an Gehörlose gedacht.
Ich habe schon betaucht. Der erste Podcast in Gebärdensprache ist auch eine gute Idee. Ja. Das ist eine Marktlücke, glaube ich. Sowieso. Wir senden dann so Signale, die dann wiederum umgerechnet werden in so Bubble. Oder auch also so Nonsens-Namen wie Weltraum-Bingo, der keinen Sinn ergibt, bin ich auch Fan von. Ja, so Richtung Helge Schneider. Rapper, ja. der berühmte Rapper, die Kuchen. Da muss ich aber auch noch sagen, da gab's, ich kenne den auch nicht, aber da gibt es auch irgendwas mit Galaxis oder... Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, da gibt es halt auch schon irgendwas. Ich habe dann noch nach Synonym für Reden und Diskurs und so geguckt und da bin ich dann zu Latrinenparolen gekommen. Fand ich auch ganz witzig, okay. Aber das würde dann eher passen, wenn wir den Podcast nennen würden, oder auf dem Pod meine ich. Und dann ist das eine Rubrik, stimmt, die Latrinenparolen. Ja. Ja, Redeschwall, aber das fand ich gar nicht so gut. Dann noch Wortgeflecht. Ja, wegen Gefecht, aber sanfter, weil wir, weißt du, wir lieben uns ja. So, und dann ist nämlich die eine Sache, die ich auch jetzt noch, bevor wir aufgenommen haben, erwähnt hatte, die Wochenrezension einfach. Wie heißt das literarische Quartett? So ganz hoch. Ja, okay, wollte ich gerade, also gibt's nicht so, ja. Nee, okay, gibt's nicht. Da habe ich jetzt ganz kurz wieder Angst gekriegt. Bei Wochenrezension finde ich, das ist halt so ein Titel, wo du sofort weißt, okay. Worum es geht. Das ist auch nicht zu sehr festgelegt, wie sowas Brennpunkt-Internet-mäßiges. Es braucht aber noch irgendwie einen Knacker dazu, ja. Also auch, es bräuchte noch so einen Übertitel, der das wieder so rausnimmt, diese Ernsthaftigkeit. Ja, stimmt, die irgendwas Wochenrezension oder was meinst du? Zum Beispiel könnten wir jemanden anfragen, der dann diese Wochenrezension macht, als kurze Rubrik. Ja, das okay. Ist dann die ersten 10 Minuten sind halt Wochenrezension für vor dem Podcast, die Woche. Oder sowas, ja. Was da als Reaktion kam aus dem Internet oder irgendwelche Kommentare, auf die ihr eingegangen seid. Nee, nicht. Also ganz ehrlich, Leute, schminkt euch das gleich ab. Bestimmt wird es ja mal interaktiv, aber da könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Nein. Da gibt es andere Formate, wo wir nicht eure Kommentare ignorieren. Aber ich meine ja nur, wenn wir hier reden, und auch, du hast ja auch eine richtig geile Rubrik, die wäre ja dann auch, würde richtig zu dem Thema passen. Ja, richtig. So. Wir müssen uns da ja auch noch nicht ganz festlegen. Wir können ja, wie gesagt, das Intro hinterher machen. Es ist Episode 0. Aber wie gesagt, Schachspiel mit Tauben finde ich eigentlich mein persönlicher Favorit. Das Einzige halt, dass man nicht sofort weiß, richtig, was erwartet einen da. Ja, denke ich auch. So. Oder ich habe noch nach einem seriösen Namen gesucht, ja, wie die ganzen coolen Podcasts, die es so gibt. Ich glaube, gut vermarktbar wäre zumindest von schlechten Eltern. Stimmt, Der ist ein bisschen witzig, aber trotzdem nicht zu gewagt. Doch, das finde ich gut. Den hast du mir auch noch nicht geschickt. Nee, kam mir vorhin erst. Das gefällt mir richtig gut. Ja. Weil da sind wir die Bad Boys. Finde ich gut. Doch. Und ein Satz darunter noch stehen. Weil ich vorhin noch Klaus Kinski mir angesehen habe, so blöd kann keiner sein. Aber es ist halt sehr lang. Ja, es ist auch relativ ähnlich mit dem Oberen. Und dann, wenn die beiden zur Auswahl stehen, finde ich den Oberen am besten. Und auch diesen einen, der Podcast, den sie nannten, Pferd oder, aber es ist halt die Ärzte halt. Ja, deswegen, es ist auch eine Sache, die uns verbindet, definitiv. Richtig, die Liebe, den Hass zu den Ärzten. Ja. Die Liebe zu den Ärzten. Guck an. Ja, also kombinierbar ist das halt, dann klingt es nicht mehr ganz so. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel von schlechten Eltern die Wochenrezension, das ist dann schon nicht mehr so griffig. Nee, nicht wirklich. Die Wochenrezension von schlechten Eltern. Aber ich, das von schlechten Eltern finde ich echt. Ich muss doch nachdenken über deinen Teen. Was? Das war ganz finster. Tinozerops. Ja. Ja, was ja echt alles irgendwie einbringt. So Vornamen, Nachnamen und Dinosaurier. Ja, es ist ganz finster. Also da habe ich habe auch dazu geschrieben, wirklich, was meine Wortspielsuche anging, war das der Tiefpunkt. Ich musste aber lachen gestern Abend und Lea hat mir den Kopf geschüttelt. Also eine Freundin von mir. Ja, hat es nicht abgesegnet quasi. Nee, quasi nicht. Ja, ein Jammer. Ja, und auf die Wochenrezension bin ich übrigens gekommen, weil wir als Pilot hier auch die Idee hatten, das Jahr etwas Revue passieren eventuell zu lassen. Eventuell, genau. Und hast du da auch dir jetzt was aufgeschrieben? Also ich habe dazu was. Sehr gut. So, und deswegen dachte ich, wenn wir das Jahr irgendwie machen und dann, ich werde auch zum Beispiel im Januar 2 Wochen nicht da sein, wenn wir jetzt das wirklich wöchentlich machen, könnten wir das halt irgendwie vorproduzieren, dass dann in dieser Woche trotzdem was passiert. Dann aber natürlich nicht für diese Woche, sondern könnte man dann wiederum sagen, welches war in unserem Leben vielleicht das beste Jahr oder was erwarten wir vom Jahr 2019 oder solche Sachen. Stimmt. Und auch vorproduzieren, indem wir erahnen, was passieren könnte die nächste Woche. Genau. Und wenn solche Prognosen eintreffen, dann müssen wir aber hier, dann müssen wir im Podcast nackt sein. Ach so, ja. Noch mehr nackt als jetzt schon. Dann müssen wir unseren Darm entleeren. Du bist ja schon in deiner bequemen Schlafanzughose. Das stimmt. Das ist eine Hausrose. Ja, ist okay. Ja, also auf jeden Fall war nämlich das Jahr 2018 ein
durchaus Gutes. Wir können ja am Ende auch, das habe ich auch überlegt mit der Wochenrezension, wir machen es vielleicht wirklich als Rubrik und dann einfach die Woche auch zu raten, so, weißt du? Und diese Woche war eine 7 von 10, so, und das könnten wir ja mit dem Jahr 2018 auch machen. Stimmt, und dann fassen wir zusammen quasi, wenn wir das jede Woche machen, können wir dann gucken, wie viel Durchschnittspunkte das Jahr bekommen hat. Ja. Das Rating für das Jahr würde mich aber interessieren. Mich auch. Ja, das erarbeiten wir ja schon. Richtig. Aber ich bin sehr kritisch, also ich bewerte auch immer tendenziell eher schlechter, weil ich Luft nach oben und unten lassen möchte. Okay, eine andere Sache, die vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Man kennt dich ja aus diversen Livestreams und dem einen oder anderen Video vielleicht auch so am Rande aus dem Podcast. Aber vielleicht willst du trotzdem noch mal dich in 1-2 Minuten so ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du genau machst, gerne, was deine Vergangenheit angeht. Ich bin trockener Workaholic, tatsächlich. Ich bin aus Gesundheitsgründen faul, das kann man dazu sagen. Ja, ich bin Tino, ich bin von Beruf ich bin ein Schauspielender, ich mache Theater- und Filmsachen, sehr schlecht bezahlte Sachen. Und da kenne ich mich aus, da haben wir einen gemeinsamen Nenner. Richtig, richtig. Und ich mache gerne Quatsch, ich mache Politik, aber ich verrate nicht, welche Partei. Also wir wollen ja auch unpolitisch bleiben, deswegen nennen wir sie einfach mal die Partei jetzt einfach mal. Stellvertretend. Richtig, stellvertretend als Platzhalter. Aber ist eine gute, oder? Ist eine sehr gute Partei, muss man sagen. Und was noch? Ich hatte mal ganz kurz einen Wikipedia-Eintrag, der aber nach einem halben Jahr gelöscht worden ist. Darauf bin ich sehr stolz. Zu wenig Aufrufe? Nein, zu unrelevant. Ach so. Es wurde dann diskutiert, ist er relevant genug? Ja, nein. Da gab es eine Abstimmung und dann hat der Moderator gesagt, nein, er ist nicht relevant. Ja, da hast du dich nicht reingekauft. Da gab es ja jetzt hier vor ein paar Wochen, dass Wikipedia nochmal groß Spenden gesammelt hat. Wenn du da auch hätte mal $3... Hätte ich tun sollen. Der Artikel war so gut geschrieben, aber... Tja, hast selber geschrieben, ne? Zum Teil. Nein, es war tatsächlich eine Bekannte von mir, die das vorgeschlagen hat und als Experiment, ob ich auch drin bleibe. Da habe ich damit gewirkt und auch mit bearbeitet natürlich, aber nach 6 Monaten war er wieder raus. Dafür habe ich einen blauen Haken bei Facebook, das reicht mir auch aus. Das habe ich nicht mal, Schweinerei. Das kriegst du, wenn du an Wahlen antrittst, dann kriegst du das ganz gerne. Ja, ich überlege auch gerade, das ist ja Quatsch. Du musst nicht berühmt sein, aber du musst mal zu Wahlen antreten. Okay, das ist ja schön. Ja, und dann auch noch vielleicht für die Leute, die dich bisher noch gar nicht mitgekriegt haben, irgendwie, wir haben uns das allererste Mal getroffen, als ich für ein Video ein Pokémon brauchte. Richtig, richtig. Wir hatten uns schon länger über Facebook irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau. Aber wir hatten uns in Facebook drin. Ich glaube, ich habe dich mal geaddet, aber ich weiß nicht, warum. Dann hast du geiles Profilbild einfach. Ich denke auch, ja. Einfach ich denke ansprechend auch. So. Ja, Weimar ist ja auch klein, ja. Ja. Das erkennt sich ja irgendwie. Da hat man alle. Früher oder später hat man alles durch Richtig. Tinder durchgespielt. Auch sexuell, ja, Grindr kennt man dann alle. Dann hast du einen Pokémon-Stuff gesucht, richtig? Ja. Dann habe ich dir meinen Plüsch-Gengar ausgeliehen. Genau. Der auch, glaube ich, dann aber nur in einem... Ich glaube, er war nur in den Outtakes. Outtakes war es drin, genau. Ich hoffe, du bist mir da bis heute nicht mehr sauer. Ich habe lange Zeit Therapie gebraucht, um darüber hinwegzukommen, aber inzwischen kann ich auch mit anderen Leuten darüber reden. Okay. Ja, schön. Und dann weiß ich gar nicht, da haben wir uns eine Weile erstmal nicht wieder gesehen. Dann glaube ich tatsächlich Vince habe ich dann vorher gesehen. Und ihr habt ein Video gemacht zusammen, wo er das John Cena-Thema gespielt hat. Genau. Und dann wurde es ja erst richtig heiß wieder und das ist ja auch für die Zuschauer relevant, bei der ganzen Sache mit Leon Mascher, mit dem Konzert. Richtig. Weil du da ja an vorderster Front standest. Aus Versehen. Aus Versehen und tatsächlich dann letztendlich vor ein paar Wochen mit mir im Gerichtssaal saß, als es darum ging, Leon Mascher und die anderen zu befragen, wie war das denn damals? Und dann ein Urteil zu sprechen. Und damit sind wir auch perfekt vielleicht in der Jahresreview drin, weil das ist ja für mich, Teil dessen, ja. Das ist für mich ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Das tatsächliche Event ist ja dann schon wieder im Vorjahr gewesen. Stimmt, es war 2017 tatsächlich. Das war 2017, aber die deutsche Bürokratie ist natürlich nicht so schnell. Deswegen hat es 1,5 Jahre gedauert, bis wir dann mit diesen Herrn Mascher und seine beiden Schlägerfreunde im Gerichtssaal saßen. Auch dazu habe ich ja mal ein Video schon gemacht und saß im Livestream. Aber was für mich sehr geil war, du bist reingekommen und dann wurdest du warst nicht vorgeladen, bist reingekommen, dann wurdest du gefragt, haben Sie damit zu tun? Du hast Nein gesagt. Nee, er sagte, sind Sie Zeuge? Und ich habe erstmal gesagt, nein, weil ich ja nicht geladen war. Also ich war kein geladener Zeuge. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe zugehört, wie du Aussage gemacht hast und dann dachte ich, ich muss ja die Wahrheit sagen. Aber ich war ja doch irgendwie Zeuge. Ich war ja da. Ja, das Ganze, wir haben uns ja auch dein Video angeguckt im Endeffekt. Ja, ich habe auch alles gefilmt. So, und dann bin ich wieder rausgegangen, ganz still und heimlich.
In der Hoffnung, der kennt mich nicht mehr. Ja. Und 30 Sekunden später kam halt vom Richter, ja, dieses Video, das gibt's das nochmal in voller Länge, wer hat denn das? Und da habe ich gesagt, naja, die Person, die hier gerade raus ist, die hat die doch, die haben die doch von dem. Und er wusste das aber nicht und war aber im Endeffekt alles gut. Und die Leute wurden ja dann auch mehr oder weniger verurteilt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, könnt ihr in meinem Video nachlesen, nachhören. Anschalten. Aber ich war ja auch aus Versehen da, weil du hast ja auch geschrieben, ob wir Leon, ob wir da dabei sind so und du willst ja ein Lied für ihn spielen oder ob man das nicht filmen kann, wie du dieses Lied spielst. Und da habe ich gesagt, klar, ich komme mit so und eigentlich hatte ich an dem Tag frei und wollte eigentlich schlafen den ganzen Tag und habe dann halt gefilmt und auf einmal hat ein Kumpel von uns seinen Dudelsack ausgepackt und gespielt, woraufhin ja alles eskaliert ist und ich war halt zufällig, habe das halt gerade gefilmt. Ja. Und dann flogen Tomaten und die Geschichte kennt ihr ja alle, was passiert. Gute Geschichte auf jeden Fall. Gute Geschichte, so eine gab es in 2018 eher nicht. Ich hatte ein bisschen Konflikte auf der Gamescom, aber war schon okay, sag ich mal. Waren das echt Konflikte? War das? Mit den EA-Mitarbeitern gab es auf der Gamescom durchaus ähnliche Konflikte, aber im Groben und Ganzen war das schon nicht ganz so vergleichbar. Mhm. Ja. Was ist denn für dich vielleicht ein Highlight des Jahres 2018? Ein Highlight des Jahres 2018. Also bin ich ja gerade ganz spontan überfragt, muss ich sagen. Tatsächlich. Aber ich bin ja tatsächlich einer, der jetzt YouTube-technisch nicht so gebildet ist. Ja. Also ich verfolge das ja alles so am Rande und ich gucke manchmal halt so Worldwide Wohnzimmer, bin ich so einladen. Da kenne ich ja die meisten alle gar nicht. Aber ich fand das Comeback von Nebelneek zum Beispiel, war für mich persönlich ein Highlight, weil ich darauf gewartet habe. Ich bin kein Minecraft-Fan, ich habe Minecraft nie gespielt. Ich hatte mal eine Freundin, die Minecraft ganz viel gespielt hat, habe ich ab da gehasst, weil die halt nur davor saß. Und dann habe ich Nebelneek zufällig entdeckt durch meine Brüder, die haben den halt geschaut. Dann war er verschwunden. Ich mochte halt seine aufgedrehte Art, wie er alle anschreit und diese wie er Bilou gegessen hat. Und dann war er halt verschwunden und ich war ganz traurig. Und dann kam er dieses Jahr wieder. Das war für mich ein großes Highlight. Muss ich sagen, ich bin voll im YouTube-Business und ich kannte den gar nicht tatsächlich. Ich habe nie was von dem gehört, habe dann in der News erfahren von unserem werten Freund Herrn Newstime, den ich auch manchmal frequentiere, dass er zurück ist und ich dachte mir so, wer? Wow, wer? Da hat er auch irgendwie schon 1 Million Abonnenten oder sowas, also relativ großer. Zwei sogar, ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, auch hinterher nicht groß mit ihm beschäftigt, aber wenn du sagst, das ist ein Geheimtipp, vielleicht muss ich mich da doch mal drauf einlassen. Na, ich dachte ja, er ist deshalb irgendwie offline gegangen, weil er verklagt worden ist von diesem Schlagersänger. Aha. Gigi Anderson. Okay. Genau, er hat dann immer seine Videos als Meme eingebaut, weil man sagt ja bei Minecraft und bei anderen Online-Spielen immer GG, so Good Game oder sowas. Und er hat immer aus Spaß geschrieben, Gigi Anderson. Aha. So hat er das halt als Meme benutzt und dann ist er verklagt worden von Gigi Anderson daraufhin. Ab dann gab es keine Videos mehr. Okay. Aber er war wohl krank. Er hatte wohl irgendwie. Ja, dieses Comeback-Video habe ich gesehen, auf jeden Fall. Naja. Ja, schön. Ja, also für mich, gut, bleiben wir kurz bei YouTube. Ich habe tatsächlich dieses Jahr Red Letter Media für mich nochmal entdeckt. Es ist ein Kanal mit drei Leuten, die über Filme sprechen. Und es gibt keinen Kanal, den ich öfter abonniert und wieder deabonniert habe, tatsächlich. Weil da kamen dann doch Sachen, die mich nicht interessiert haben. Wenn die Filmreviews machen, dann gucke ich mir das ganz gerne an. Aber wenn dann so andere, also machen sie ja nur, aber wenn sie dann über irgendwelche unbekannten Filme reden, dann interessiert mich das eher nicht. Mhm. Aber dieses Jahr habe ich eingesehen, dass auch diese Videos gut sind. Da gibt es halt den Zwischenschritt, ja. Wenn du die zwar verfolgen willst, aber nicht alle Videos, kannst du sie ja abonnieren, aber nicht die Glocke aktivieren. Das stimmt. Zum Beispiel. Aber genau das könnten ja Leute hier machen. Die Glocke aktivieren, dann verpassen sie keinen Podcast auf diesem tollen Kanal. Was wahrscheinlich Nosterafakt sein wird, ich weiß es gerade nicht genau. Aber ja, das machen wir. Ansonsten habe ich dieses Jahr echt für mich Twitch entdeckt. Das war ja das Twitch-Jahr für mich. Ja, richtig. Und du bist auch relativ rasant aufgestiegen von den Abozahlen. Es war auch echt so, dass ich Anfang 2018 damit begonnen habe. Also ich glaube, Ende Januar habe ich dann mein Einjähriges. Ah, wenn ich es richtig machst du auch ein Twitch-Livestream One-Year-Special? Ja, ich mache dann ein Jahr Livestream. Ja. Und mache dann zur Feier ein Jahr Livestream. Das ist doch perfekt. Ja, das der letzte Lied nach auch. Nach den 48 Stunden ist er einwandfrei. übrigens noch eine andere Sache, wenn wir gerade dabei sind. Bevor ich das vergesse. Gehatten die sich jetzt nicht jetzt speziell mit dem Jahr zu tun, aber ich bin ja zum einen Fan von schlechten Wortspielen. Ja. Zum anderen bin ich auch Fan von Witzen, die man
vielleicht nicht machen sollte, jetzt mal in Anführungsstrichen. Schwarzer Humor, meinst du? Genau, habe ich schon mal von gehört. Und das sind so Sachen, wo wir vielleicht auch nicht ganz einer Meinung sind. Stimmt, ich glaube auch. Da hatten auch mal eine Diskussion drüber, glaube ich. Und wir gucken einfach mal vielleicht, was passiert. Ich finde es einfach schön. Ich find's mal sehen, wer zuerst weint am Ende. Ja, machen wir das doch so. Wer zuerst weint, hat verloren. Also ich kenne halt wenig Grenzen, ja, was das angeht, ja? Tatsächlich. Aber es kommt immer auf den Hintergrund an, vor dem man das macht. Ich hatte auch, glaube ich, gestern erst eine Diskussion mit einem auf einer WG-Party darüber. Hm. Kann man viel drüber sich streiten. Stimmt. Anlässlich dessen habe ich nämlich hier vorliegen die Top 3 der tragischen Momente 2018. Würde ich mal kurz vortragen. Bitte. Zum einen, völlig aktuell, die Flutwelle in Indonesien, ausgelöst durch den Vulkan, der so ein bisschen abgesackt ist, wo Menschen gestorben sind. Habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du gar nicht mitbekommen. Gut, war nicht relevant, raten wir also 2 von 10. Ja, denke okay. Ich auch. Also war nicht spannender. Dann. Wie viele Tote gab's? Oh, das waren schon ein paar. Ich weiß es aber gerade nicht. Sind ja schließlich keine Deutschen, ist ja dann. Wenn es ja nicht so. Ist dir das schon mal aufgefallen, wenn irgendwo was Tragisches passiert, so und so viele Tote, darunter und drei Deutsche. Ja, ja, richtig. Als wäre das für irgendwas relevant. Ja, das ist immer sehr schön. Das nächste sind, ich weiß gerade gar nicht das Land und ich wollte es auch gar nicht nachgucken, weil so ist viel witziger. Ich glaube, das war auch Indonesien, nee, Thailand oder so. Die asiatischen Kinder, die in der Höhle stecken bleiben. Ja, ja. Und dann kommt ein Elon Musk daher und will unbedingt seine neueste Erfindung da irgendwie mit reinbauen und sich darstellen als der Held. Hast du auch nicht so mit? Doch, ich kenne die Geschichte. Meine Mutter hat mir das mal geschrieben. Eine Fußballmannschaft. Ganz schlimm, für so eine Kinderfußballmannschaft. Ja. Weil ja mein Bruder, also ihr Sohn, quasi auch kleiner Fußballer ist. Mhm. Und sie sich vorstellte, wenn mein Sohn in einer Hülle gefangen wäre, ich würde 1000 Tote sterben. Das fand sie ganz schlimm. Und da hat sie mir regelmäßig berichtet über diesen Vorfall. Ja, also das war halt so ein Event, wo wirklich die ganze Welt so gefühlt... Ja, alle haben den Atem angehalten. Update, sind sie jetzt raus? Was macht Elon? Hat er jetzt schon sein U-Boot gebaut? Sitzt er schon drin? Ja. Das wusste ich nicht, dass er so ein U-Boot bauen wollte. Ja, er hatte schon eins vorrätig quasi, wollte das umbauen. Es war halt so richtig so, oh, da ist gerade ein Event, die ganze Welt schaut drauf. Ja. Ich baue mich da jetzt mal so ein. Und dann ist er aber hin und die Experten vor Ort haben ihm gesagt, das bringt hier gerade gar nichts, was du tust. Mhm. Lass uns mal machen. Und dann sind halt, wie bei Trump, was auch ein großes Thema 2018 ist. Ja, Trump und Twitter, genau, Elon Musk hat dann halt auch getwittert. Oh, hier, ich bin gerade sauer, weil die wollen mein U-Boot nicht, so ungefähr. Dabei geht es halt darum, irgendwelche Kinder zu retten und nicht irgendwie sich jetzt selbst darzustellen. Aber egal. Kam nicht sogar ein Taucher ums Leben tatsächlich. Ja. Das ist sehr tragisch. Also wie gesagt, aber hat nur zu Platz 2 gereicht, der tragischen Momente oder der tragischen Ereignisse 2018. Kommen wir zu 1 und das sind meine Weisheitszähne. So. Ja, ja. Die haben ja nämlich viele betroffen gemacht. Richtig, und zwar 2-mal dieses Jahr sogar. Deswegen ist es auf meine 1. Und zwar war das am Anfang des Jahres. Welche 2 hast du rausnehmen lassen? Nee, gar keine noch bis jetzt. Ich hatte nur eine Entzündung und musste dann Antibiotika nehmen. Und das 2. war nämlich vor meinem 48-Stunden-Livestream. Mhm. Und Experten würden jetzt sagen, dass ich ihn deswegen vorher abgebrochen habe, weil es mir einfach gesundheitlich so schlecht geht. Und deswegen kann ich auch sagen, die Enttäuschung der Zuschauer über den abgebrochenen Livestream ist auf diese Tragödie zurückzuführen. Ja. Ja. Und von daher hat es wirklich diesen Platz 1 verdient. Finde ich aber auch zu Recht tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, du hast es jetzt natürlich nicht vorbereitet, vielleicht hast du auch für dich was. Ansonsten kann man da auch überleiten zu deiner großartigen Idee. Du hast nämlich eine kleine Formatidee bzw. Rubrik/Preisverleihung für unseren kommenden Podcast. Als ich nämlich vorhin überlegt hatte, was für Rubriken man bauen könnte, hatte ich einen lustigen Verschreiber, ja, aus dem ich dachte, das machen wir. Und zwar werden wir bei jedem Podcast den viralen Hitler präsentieren. Ja. Das sind Dinge, also virale Hits oder Trends, die in dieser Woche oder in den letzten Wochen publik geworden sind, die extrem genervt haben, so wie Hitler. Ja, ja. Der war eine Unannehmlichkeit. Und ja, genauso, richtig. Nervig, aber war schnell wieder vorbei und vergessen. Ja. Und deswegen dachte ich, ist der Begriff viraler Hitler auch treffend dafür. Gibt es den einen viralen Hitler für 2018? Jetzt mal unvorbereitet überlegen. Ich muss gerade mal, Fidget Spinner waren letztes Jahr, ne? Oder? Es fing 17 an, glaube ich, ja, okay, und hat sich so ein bisschen durchgezogen. Die wären ein Kandidat gewesen für den viralen Hitler, der hat mich echt genervt. Ich hatte keinen eigenen Fidget Spinner, aber meine Brüder hatten welche. Hm. Ich fand es ganz kurz lustig, was das Ding macht, aber ich weiß nicht,
was das zu suchen hatte. Dann sehe ich nur eine Möglichkeit für 2018. Das muss dann wohl das Phänomen Fortnite sein. Denn das war tatsächlich 2018 überall. Wenn eine Sache den viralen Hitler verdient hat, dann wahrscheinlich das. Und ich würde das Phänomen Fortnite mit einer 3 von 10 bewerten. Als Hitler, ja. Ja, das Einzige, also ich würde 0 von 10 sagen, aber weil Fortnite einfach kleine Kinder anzieht und ich das geil finde, würde ich 3 von 10, ja. Nee, ich habe von Fortnite nicht viel mitbekommen. Ich kannte zuerst diesen Floss, weil wir am Theater eine Szene bauen wollten, wo wir halt tanzen. Und da hat jemand den Floss vorgeschlagen, den kannte ich halt nicht, ich fand ihn aber witzig, hab ihn gelernt und dann erst erfahren, dass es ja aus dem Spiel ist, aus Fortnite. Den Namen habe ich schon gehört, aber ich wusste nicht, was das ist. Das Spiel gab es auch schon länger, es wurde nur dieses Jahr richtig groß durch dieses, ähnlich wie PUBG, durch dieses Last Man Standing Spielprinzip. Doch muss ich sagen, ist es für mich kein großer viraler Hitler, weil ich davon nicht viel mitbekommen habe. Es ist halt nicht mein, es war nicht so oft mein Blickfeld. Du bist halt nicht so viel am Brennpunkt Internet. Richtig. Also für mich war Fortnite tatsächlich überall, vor allem in den YouTube-Trends. Aber für mich auf jeden Fall nicht das eine Lowlight. Man kann es ignorieren, definitiv. Ja. Viraler Hitler des Jahres 2018. Deutsch, muss ich sagen, fällt mir gerade spontan gar nicht so viel ein. Deutschlandbezogen könnte man tatsächlich Chemnitz oder sowas sagen. Stimmt. Weil das war zwar erst die zweite Hälfte des Jahres, aber es hat schon das Jahr in Deutschland sehr bestimmt. Es hat es sehr geprägt. Ich war auch in Chemnitz zum Flüchtlingenjagen und dann war ich noch aber ich war bei Wir sind mehr, bei dem Konzert war ich. Und es gab zu Recht die Kritik, dass die Menschen ja nur kommen aufgrund des Konzertes. Ja, weil die Toten Hosen haben gespielt, Feine Sahne Fischfilet, glaube ich, waren da und so. KIZ waren da, Kraftklub. Ich kann die Kritik verstehen und aus der Sichtweise, dass die Menschen nur aufgrund dieses Hashtags und des Konzertes da waren, muss ich auch sagen, dass auch das ein viraler Hitler war. Dieser durchaus, Hashtag. Ja. Hashtag Wir sind mehr. Es gab ihn berechtigt, aber aus den falschen Gründen. Ja. Die waren ja nur mehr wegen den toten Hosen. Wie so oft ist die Wahrheit mal wieder in der Mitte irgendwo zu finden. Es war natürlich an sich trotzdem irgendwo eine gute Geste. Ja. Aber gut, ich finde natürlich auch wiederum die andere Seite völlig übertrieben, wenn es heißt, man tanzt auf Gräbern. Auch das ist halt völlig... Ja, was die Rechten gemacht haben. Ja? Sie haben ja die ermordeten Leute missbraucht für ihre Zwecke und haben gesagt, wir rächen dieses Mädchen. Aber sobald es einen normalen Mord gibt von einem Deutschen begangen, an einem Deutschen, interessiert es die AfD und die Rechten halt überhaupt nicht. Das ist halt, was viele diesen Rechten halt vorwerfen, diese Inkonsequenz. Ja. Wo bleibt die Mahnmache für andere? Ja? Für Chico gab es eine Mahnmache, aber nicht für Menschen, die einfach so ermordet werden. Aber trotzdem... ein Event, auf dem ich tatsächlich gerne war. Ich habe es nur in der Story gesehen, dass du da warst. Wir haben uns verpasst, oder wie war das? Ich bin auch spontan hingefahren, weil ich dann bei einer Probe ausgefallen war, bin ich dann doch hingefahren, spontan, und war dann einfach dann da. Und es war ein Event, klar, kann man nicht sagen. Es war unser Woodstock. Es war ein kleines Woodstock. Habe ich neulich erst festgestellt, habe ich getweetet, hat keinem gefallen, war vielleicht zu geschmacklos, aber vielleicht habe ich hier die Bühne dafür, dass 9/11 unser Woodstock ist. Für die Millennials ist halt 9/11 das Woodstock. Stimmt, das Ereignis, woran sich viele erinnern, ja. Wo warst du zu dem Zeitpunkt, wissen halt viele, ja. Wo warst du zu Woodstock, wissen auch immer viele. Richtig, wo warst du zu 9/11, wissen auch viele. Ja, deswegen. Wo warst du zu 9/11? Ich war zu 9/11 in der Schule. Ich glaube, ich hatte das tatsächlich schon mal an irgendeiner Stelle erwähnt. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich bin am nächsten Morgen in die Schule gekommen und die Leute haben gefragt, ey, hast du das mit den Flugzeugen mitgekriegt? Und ich so, ja, natürlich, klar, habe ich was. Und habe halt für mich schon gedacht, hey, was wollen die denn? Ich dachte, über Weimar sind so ein paar Flugzeuge, so Kunstflieger oder so. Und dann haben wir in der Stunde darüber geredet und so nach und nach habe ich erst gerafft, was da los ist. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich war in meiner Welt. Ja, als Kind, wie alt warst du da? Weißt du das noch? Naja, 10. Musst du nur rechnen können. 10. Ja. Ich war jünger, ich bin 93 geboren, das heißt, ich war so, was habe ich gesagt, warte mal, 9 war ich, glaube ich, oder sowas, 8. Ja. Und ich habe es erst nach der Schule gemerkt. Ich habe Hausaufgaben gemacht, da kam mein bester Freund, um mit mir zu spielen. Und er meinte, mach mal den Fernseher an, da ist was passiert. Und dann habe ich halt so ein brennendes Hochhaus gesehen, was ich halt nicht kannte. Und da dachte ich erst, wo steht denn dieses brennende Hochhaus? Wo steht denn das? Ja, in Amerika. Brennt das immer? Ja, und dann kannte ich halt nicht. Ich habe mich nicht berührt, weil ich nicht wusste, worum es da geht, als Kind. Berührt als Kind hat mich auch nur mein Onkel. Das ist schon... ja. Das Ding ist, das ist nicht dieses Jahr passiert. Nein, das ist schon 17 Jahre her. War bald volljährig. Richtig. Warte mal, gab es denn dieses Jahr einen schlimmen Anschlag irgendwo?
Es gab dieses Jahr definitiv Anschläge, aber... Aber jetzt keine, wo man sagt, der Anschlag, den gab es nicht. Der eine Anschlag gab es, glaube ich, tatsächlich nicht. Ich habe nämlich überlegt, in Barcelona, das war aber Ende letztes Jahr, ja, weil im Februar fliege ich nach Barcelona und da hätte ich das nämlich in die tragischen Momente mit reingenommen, ja. Weil das hätte mir dann diesen Aufenthalt da ein bisschen vermiest. Aber da das jetzt schon wieder verjährt ist, ist es wieder okay. Sagen, ja. Du willst einmal entspannt Urlaub machen und dann so ein Sterben der Leute, das finde ich schon auch dreist irgendwie. Ja. Naja, ansonsten kann ich noch mal positive Sachen des Jahres. Ja, gerne, gerne. Ich weiß nicht, ob du neben dem Internet noch Medienkonsument bist. Ja. Ja. Aber für mich gab es dieses Mal wirklich große Highlights im Bereich Film und Spiel. Und das muss ich kurz erwähnen. Mhm. Red Dead Redemption ist ein Spiel, was mich 2 Wochen lang auf diesem Sofa, auf dem wir gerade sitzen, wirklich meine Innereien ausschwitzen lassen hat. Also ja, nur um das mal ein bisschen wirklich fruchtig darzustellen für dich. Kann ich mir gut vorstellen. Dass ich hier an diesem Sofa festgeschimmelt bin. Und wenn ein Spiel das schafft, dann muss es ja gut sein. So. Da habe ich auch noch deine Stories gesehen, wo du dich beschwert hast über die Pferde, die gestorben sind. Ja. Und dann gab es ein Pferd, was lange durchgehalten hat. Und dann warst du sehr stolz darauf. Großartig. Ist auch heute noch, liebe Leute, könnt ihr auf Instagram gehen. Ich habe da extra ein Highlight draus gemacht. Da könnt ihr diese Odyssee nachempfinden. Das war wirklich das größte Event. Sollte es in Märchenspielen geben, wenn du wirklich quasi optionale Charaktere hast, wie jetzt in dem Fall das Pferd, was dann aber sterben kann, dadurch, dass du dem einen Namen gibst, ja. Das ist ja von Rockstar, ne? Also auch ist das so eine GTA-Attitüde wahrscheinlich. Genau. Also ich kenne das Spiel auch nur vom Hörensagen und habe dann dieses Jahr erfahren, dass es von Rockstar ist. Und dann dachte ich mir, geil, wenn das sowas wie GTA ist, was ich gerne spiele, nur halt auf Wilden Westen mäßig, würde ich es mir auch mal anschauen wollen. Solltest du definitiv. Es ist langsamer, aber wenn man sich so die ersten 2 Stunden daran gewöhnt hat, dann ist es richtig großartig. Also dafür muss ich eine große Lanze brechen, aber es ist jetzt auch kein Geheimtipp. Jeder weiß eigentlich. Jeder, der das Spiel gehört hat, weiß zumindest, dass es sehr gut ankam. Aber trotzdem nochmal erwähnen. Also ein Gamer bin ich nicht, aber ich kaufe mir jedes Jahr das Wrestling-Spiel. Das 2K von Wrestling. Okay. Und dieses Jahr kam 2K19 überraschenderweise raus und sie werden immer schlechter und deswegen gebe ich da auch den Videospiel-Hitler des Jahres an 2K, dass die Wrestling-Spiele immer schlechter werden. Leider. Gab es wahrscheinlich in der Spielebranche noch andere Events dieses Jahr, aber gehe ich gerne mit, denn ich habe früher auch sehr gern Wrestling-Spiele gespielt. Ich habe gerade überlegt, ob ich diese 2K-Reihe überhaupt mal gezockt habe, aber tatsächlich nicht. Ich glaube, das letzte Mal war wirklich auf Nintendo. Aber da habe ich auch richtig gesuchtet. Und diese Spiele waren besonders gut, weil da konnte man Frauen schlagen. Man konnte sie nicht nur schlagen. Man konnte sie nicht nur schlagen, man konnte die nehmen und quasi mit dem Kopf so voran an Metallstangen, an diese, wo der Ring fest ist, die massiver Stahl sind. Und wenn du einmal so einen Frauenschädel an so einem massiven Stahlrohr hast... Es war nicht alles schlecht, muss man sagen. Ja, es war früher wirklich nicht alles schlecht. Das musste die WWE rausnehmen. Weil sie sind so eine Partnerschaft eingegangen mit so einem Spielzeughersteller, den ich jetzt aber nicht nennen möchte, aus markenrechtlichen Gründen. Und die haben dem versprochen, dass im Wrestling bei der WWE Männer Frauen nicht schlagen dürfen. Umgekehrt schon. Das ist ja bitter. Wo ich sagen muss, wo ist der männliche Aufschrei, ja? Der Aufschrei der Männer. Aber so ist es halt, deswegen ist in den Spielen rausgenommen worden. Sobald du eine Frau schlägst, wirst du disqualifiziert. Das ist ja uncool. Es gab in den alten Spielen sogar noch die Möglichkeit, dass das hieß Bra and Panties Match. Fulfill Your Fantasy. Stimmt, das sagt mir auch was. Da durftest du, haben 2 Frauen sich ausziehen müssen. Wer sich zuerst nackt gemacht hat gewonnen. Gibt's alles nicht mehr. Guck mal, was wir früher alles hatten. Wir hatten früher Bra and Panties, wir hatten Frauenschlagen, wir hatten 9-11. Guck doch mal. Aber ich finde, im Zuge der Gleichberechtigung hätte man, statt es abzuschaffen, einführen sollen, dass auch Männer sich ausziehen in den Spielen. Das stimmt. Und dass Frauen Männer schlagen dürfen. Das stimmt, da bin ich grundsätzlich, also bei Wrestling ist ja auch Quatsch, da geht's nun mal darum. Außerdem weiß auch jeder, dass es fake ist, deswegen ist es völlig in Ordnung. Gleichberechtigung. Ja. Übrigens. Es ist gescriptet, nicht fake, aber okay. Ja, ja. Für den Bauern, der hier gerade zuhört, habe ich es einfach mal fake. Es ist stimmt. Ist für mich nicht weniger faszinierend, weil es ja trotzdem höchst respektable akrobatische Leistung, die Richtig. Da teilweise erbracht wird. Ja, ich bin ein großer Wrestling-Verfechter und wenn ich höre, wie kann man das gucken, es ist ja nur Fake, dann bin ich, wie sagt ein Jugendlichen, getriggert, weil Walking Dead ist ja auch Fake, ist auch, auch mit Drehbuch und so, die töten ja keine echten Zombies. Ja. Das macht ja nicht weniger unterhaltsam. Also darum muss ich eine Lanze brechen für die Wrestling-Fans. Ja, es ist nicht echt, aber es ist halt auch wie Theater, wie Film, es ist halt trotzdem unterhaltsam. Richtig. Kann es sein. Wir haben ja gerade eben vom minderwertigen Geschlecht geredet. Ja. Von Männern. Anderen Geschlecht. Gender Pay Gap
Ist dir das ein Begriff? Pay the Gap, also dass man Frauen gleich gut bezahlt. Ja, da ist nämlich jetzt vor 2 Tagen mir entgegengeflogen, dass ja Frauen 10-mal so viel Geld kriegen in der Pornoindustrie wie Männer. Ach, siehst du? Zack, ein Fakt, komplette Sache widerlegt. Schrecklich, weißt du, das weiß da, keiner. Da muss der Aufschrei. Der weiß kommen. Es wieder keiner, der ja. Lässt keinen Aufschrei. Tatsächlich werden Männer mehr bezahlt, wenn sie schwulen Szenen drehen. Das machen nämlich viele Hetero-Männer dann, dass sie schwulen Szenen drehen, weil es mehr Geld gibt. Allgemein sind heterosexuelle Pornodarsteller auch wesentlich offener für solche Geschichten, weil das ja auch ihr Beruf ist irgendwie. Und ich habe viele Dokus mir angesehen über Reportagen über Porno-Branchen und Pornodarsteller, weil ich das spannend finde, was da passiert. Und es ist tatsächlich ein ehrenwerter Beruf. Ja. Die haben ja stundenlang Sex vor der Kamera. Und, du hast ja vorhin schon festgestellt, eine Stunde lang aufrecht. Eine Stunde ist manchmal nicht einfach. Ja. Es funktioniert, aber es ist auch ein Hochleistungssport. Ja. Darum finde ich auch in der Pornoindustrie, das ist mein großes Anliegen ab sofort, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden. Mhm. Egal ob lesbisch, schwul, hetero, bi oder anders. Vielleicht könnte man auch das jetzt olympisch machen. Skateboardfahren ist nämlich jetzt durch die letzten Jahre auch olympisch geworden. Und wenn es so ein Extremsport ist, wo ich dir auch zustimme, ja. Vielleicht ist das der nächste Step, um es auch irgendwie mehr in die Gesellschaft zu integrieren. Du meinst, wer am längsten durchhält zum Beispiel? Ja, so. Zum Beispiel. Habe ich auch schon einschlägige Seiten mir angeschaut und Weltrekordversuche und sowas mir angeguckt, wo dann tatsächlich das weibliche Geschlecht letztendlich sehr blau aussah, um diesen Längenrekord aufzustellen. Vielleicht kann man da irgendwie so ein bisschen die Olympischen Spiele etwas ein bisschen mehr Pep geben. Ich glaube sowieso, dass das die Einschaltquoten bei Olympischen Spielen ein bisschen einbrechen. Und ich finde, man kann ja danach 22 Uhr oder ja. Wann auch immer, kann man ja tatsächlich dann die ich suche gerade ein lustiges Wortspiel, die Analympics oder sowas einführen. Ja, doch. Wo dann zum Beispiel eine Disziplin sein könnte, wer zuerst schlapp macht, Frauenweitwurf. Doch, ja. Weitejakulation, solche Geschichten. Ich denke, da ist viel Luft nach oben. Oder auch eine Art Wok, ja, dass ein Mann quasi mit dem Kopf nach unten eine Wokrampe runterfährt, während er eine Erektion hat und die Frau drauf sitzt und nicht rausfallen darf. Ich weiß auch schon den Titel. Cock auf Wok. Genial. So, sehr gut. Also Leute, hier werden die Ideen gepitcht. Auch das könnte eine Rubrik sein, kreative Ideen pitchen. Das Thema Feminismus ist aber sehr gefährlich derzeit, musste ich feststellen. Ist gefährlich. Sehr gefährlich. Frauen sind halt auch gefährlich. Frauen sind sehr gefährlich. Männer sind noch gefährlicher. Und man muss echt aufpassen. Also ich bin ja vorsichtig geworden. Ich war immer ja. Genauso, ja, dass ich gedacht habe, man muss es ja nicht so ernst nehmen. Mhm. Aber man kriegt echt sehr schnell eine vor den Latz geknallt für einen ironisch gemeinten Witz. Und es gibt immer irgendein Argument, den dann die Feministen aufbringen können. Und Feminismus ist wichtig, keine Frage, aber man darf den Humor nicht vergessen. Das stimmt. Das müssen wir dazu sagen. Bei allem. Bei allem. Das finde ich sehr gut. Ja, habe ich auch solche Konversationen, aber ich muss sagen, ja, weißt du, ich gehe darin auf. Ich liebe das. Ich ernähre mich von Hass. Wirklich. Also wenn dann sowas kommt, dann kann ich da ganz ruhig bleiben und sagen, hey, das ist ja witzig, lass uns da mal drüber reden. Aber vielleicht mehr positive Sachen. Hast du noch für dich persönliche Highlights? Kannst ja vielleicht kurz überlegen, wenn ich das Ich war das überrascht, zum Beispiel, dass Bibi schwanger geworden ist. Das habe ich ja auch aufgeschrieben. Oder von wem sie schwanger wurde. Als von Julienko. Ja. Ich dachte, der wäre schwul tatsächlich. Nee, ich wusste lange Zeit nicht, dass das ein Pärchen ist. Wusste ich nicht. Ah. Ich habe das ja auch nur mitbekommen durch irgendwelche lustigen Memes und so, dass die halt Videos gemeinsam machen und zusammen wohnen. Bianca, das war mein Wassermelonsaft. Ja, solche Sachen kenne ich halt. Da ist meine Theorie nämlich, dass dieses Gehabe, dieses ein bisschen, was du halt so empfunden hast, dass das einfach Teil davon ist, dass alles oder sehr viel in den Videos sehr, sehr schlecht gespielt und aufgesetzt ist. Ja, das sowieso, ja. Ich habe vor Jahren mal so einen Prank gesehen, wo er sie verarscht, wo er einen Mülleimer auf den Türrahmen stellt und sie macht die Tür auf und dieser Mülleimer fällt perfekt auf ihren Kopf, dass sie dann auf hat. Und hahaha, ich habe dich voll erwischt. Dann hast du richtig gemerkt, wie das einstudiert ist. Ja. Und ich glaube einfach, dass da viel Kamera ist an und zack, Persona aufgesetzt. So. Ja, das ist ja gang und gäbe. Zum Beispiel, wie heißen diese beiden, die Prank Bros zum Beispiel? Die hatten mal so ein Halloween-Special gemacht, wo sie halt auf dem Friedhof waren. Ja. Und dann der eine auf einmal von einem Geist besessen war und ist dann irgendwie weggerannt. Ja. Ganz plötzlich, so ganz gruselig mäßig. Und am Ende saß er dann ist er halt nach Hause gefahren, der andere, oh mein Gott, ich werde ihn nie wiedersehen, er ist tot. Und dann ist er halt zu Hause
da sitzt dann sein Bruder oder sein Partner, weiß nicht, was sie sind, und spielt halt vom Rechner. Bro, was ist los? Und es war alles genauso schlecht gespielt wie ihre echten, in Anführungsstrichen, echten Pranks. Mhm. Und es ist doch schon genug aussagend. Ich denke auch. Ja, also da, das sehe ich auch auf YouTube in letzter Zeit sehr viel mehr. Immer diese. Also da kommt dann wahrscheinlich, wenn es denn als Fake entlarvt wird, kommt dann wahrscheinlich, ja, es ist doch Entertainment, das ist doch offensichtlich. Aber es ist eben nicht offensichtlich. Also kleine Kinder werden halt dadurch verarscht. Und das mache ich dann doch lieber mit meinem Van. So, also Trump habe ich vorhin noch kurz erwähnt, will ich auch hier nochmal ganz kurz ansprechen, weil Trump zu verfolgen dieses Jahr, und es wird richtig spannend. Ich glaube, in 10 Jahren oder so wird es sehr spannende Filme über Trump und diese ganze Zeit geben. Aber Filme, wirklich? Gibt es da schon irgendwelche Teaser? Nee, jetzt noch nicht, aber es passiert einfach so viel und da ist so viel Dreck am Stecken mit Wahlbetrug und was da nicht alles und russische Bots und so, was mehr oder weniger alles mittlerweile bestätigt ist. Und das wird richtig spannend, glaube ich. Ich bin gespannt, ob er die 4 Jahre durchhält oder wirklich, wie diverse Experten sagen, dass es ein Impeachment gibt, dass er quasi früher geht. Ja, ich dachte ja auch tatsächlich, dass er erschossen wird noch, bevor das er wieder gewählt werden kann. Das hätte ich auch gedacht, dass es mindestens irgendwie ein Attentat gibt. Ja. Also Leute, haltet euch ran, sorgt dafür. Oder wir können es ja jetzt vorhersagen. Und die Zuschauer sorgen dafür, dass es wahr wird. Ja, ich denke, er wird erschossen. Also kurz vor seinem zweiten Amtsantritt, glaube ich. Muss ich aber dazu sagen, dass Trump an sich, er ist halt eher eine Witzfigur. So, das ist das Ding. Wenn ich mir zum Beispiel... Er ist nicht gefährlich genug, meinst du? Er ist halt gefährlich, weil er eine sehr mächtige Position hat. Hm. Aber er an sich ist einfach nur wie ein kleines Kind gefangen in dem Körper von einem sehr alten, senilen Mann. Ja. So ein bisschen. Der natürlich trotzdem noch halbwegs fit ist, aber einfach... Ja, er ist halt, wie gesagt, ein bisschen nicht ganz hinterher. Er ist vor allem nicht gebildet, was ja ein großes Problem ist. Ja, aber vielleicht spricht er halt auch gerade deswegen so die Rednecks und so an. Ja, aber ich frage mich, wie lange er glaubwürdig bleiben kann. Er hat vor Jahren versprochen, er baut die Mauer auf an Mexiko. Mexiko bezahlt dafür. Ja, es gibt übrigens eine Petition, weil das nicht... Wollte ich gerade sagen. Ja. Danach hieß es, wir bauen die Mauer, aber wir zahlen beide dafür. Dann hieß es, wir bauen die Mauer, aber wir zahlen dafür. Ja. Und jetzt heißt es, ihr zahlt dafür, liebe Amerikaner. Es gibt eine Petition dafür, irgendwie über 10 Milliarden, für die Leute, die es nicht wissen. Also das ist das Ziel. Und dann gibt es aber auch noch einen Kickstarter als Gegenprojekt für Leitern, die dann über diese Mauern drüber gehen. Das finde ich sehr witzig. Kann man würde mich sehr freuen, wenn die Leitern mehr Geld einspielen würden als die Mauer tatsächlich. Sie bauen einfach eine Mauer aus Leitern. Perfekt. Oder so. Sind beide glücklich. Wollte ich gerade sagen, es wäre ein guter Kompromiss. Ja, dann können die Mexikaner trotzdem noch drüber steigen, aber haben eine Hürde. Ja. Ja. Keine bürokratische, aber eine praktische Hürde. Und es gibt die Mauer und er hat sein Wahlversprechen gehalten. Das er hat nie gesagt, das Einzige dann wahrscheinlich. Nee, aber wie gesagt, wenn ich das, der philippinische Präsident zum Beispiel, wo massenhaft jetzt Leute verfolgt und getötet werden und Drogen und so, das sind halt wirklich bösartige Leute, würde ich sagen. Trump ist halt, wie gesagt, einfach eine Witzfigur, deswegen mal gucken. Ich musste auch schon Kritik einstecken, als ich einen Trump-Hitler-Vergleich gemacht habe. Hm. Und natürlich ist es immer noch witzig und irgendwie zutreffend, aber ich verstehe, wenn man so einen Gag auseinanderklamüsert, natürlich ist Trump nicht Hitler. Ja. Ja? Weder in Persona noch ist er irgendwie ihm ähnlich. Was sich halt verbindet, ist dieser so ein Hass vor Fremden und Mauern aufbauen, das aber... Ja, man darf halt solche Gags auch nicht auseinander diskutieren, zu Ende, also kaputt denken. Ja, das kannst du ja mit jedem mal. Also das ist wirklich, das Ding ist, dass er auch genauso die verbotenen Follower hat. Wortwörtlich tatsächlich Follower auf Twitter und seinen echten. Da muss dann nur einmal Fake News gebrüllt werden und dann ist das halt so. Keine Recherche, wir vertrauen darauf, Trump hat gesagt, es ist Fake News, also ist es so. Das deutsche Ambivalent ist ja dazu, die AfD, die auch sehr gerne, erst heute wieder hat eine AfD-Politikerin einen Postillon-Artikel gepostet und da hat ihn für echt gehalten. Und ich weiß nicht, man wirft den etablierten Politikern immer vor, sie würden ja lügen und nicht korrekt recherchieren, Lügenpresse und so, und dann passiert halt sowas regelmäßig mit AfD und Trump. Tja. Es ist, das finde ich immer schön, solche Artikel, die können dann gut entlarven. Also ich habe jetzt das tatsächlich nicht mitgekriegt, gucke ich mir gerne mal an. Deswegen kann ich nichts weiter dazu sagen, aber ich finde es. Aber es entlarvt halt nicht, das ist was mich so. Ja, es entlarvt halt für Leute, die es eh schon wissen, aber nicht für, das ist auch so mal ein bisschen das Problem. Bevor ich das vergesse, ganz anderes Thema, Trump hat schon wieder viel zu viel Zeit investiert bekommen.
Das hat er nicht verdient. Ganz kurz, The Night Comes for Us will ich einfach nur als Film erwähnen. Wenn man auf asiatische Filme steht, der Film kommt, glaube ich, ursprünglich aus dem Land, was jetzt die Flutwelle bekommen hat, also unterstützt das Land, indem ihr diesen Film schaut auf Netflix. Könnt ihr euch angucken. Ist der brutalste Film, mit dem ich gesehen habe, also der brutalste Film dieses Jahr auf jeden Fall. Es ist ein Kampffilm. Iko Uwais ist einer der besten Schauspieler der letzten Jahre für mich. The Raid gemacht und so halt viele solche Kampffilme. Und es ist einfach nur bestimmt, es sind nicht mal 90 Minuten. Ich glaube, der geht fast 2 Stunden oder über 2 Stunden und es ist einfach nur aufs Maul. Einfach nur aufs Maul. Man muss sein Gehirn vielleicht ein bisschen ausmachen, aber es ist großartig, wenn man auf das steht. Ist ja auch nicht mal verkehrt. Also man muss sich auch nicht immer intellektuell beanspruchen. Man muss ja nicht immer ins Theater gehen, man kann ja auch einfach mal... Man muss ja nicht immer unseren Podcast hören. Nein, man kann sich ja auch mal sacken lassen, ja? Ja. Ja, Filme, also mein Film des Jahres übrigens ist Bohemian Rhapsody tatsächlich. Habe ich nach wie vor tatsächlich nicht gesehen, will ich noch machen. Ein großer Fehler, ich war aus Versehen in der englischen Variante, ich war nämlich in einem kleineren Kino, weil ich einfach Geld sparen wollte und wusste aber nicht, dass es auf Englisch ist, war auch egal. Und anfangs wirkt Freddie Mercury, also der Darsteller, sehr überzeichnet durch diesen Überbiss, den der Freddie hatte. Aber er sah wirklich so aus, Freddie Mercury. Diese das habe ich öfter gehört, auch dass die Performance von ihm tatsächlich sehr überzeugend ist. Auch die ganze Band, ja, die sie da gecastet haben, die sehen 1:1 aus, wie die Band früher aussah. Du denkst echt, die hatten eine Zeitmaschine gebaut und haben die hergeholt. Ja. Ins Jahr 2018. Schaue ich mir noch an. Schön gemacht. Kann ich aber wahrscheinlich schaue ich es erst nächstes Jahr tatsächlich. Mach nichts. Krieg mal hin. Ja, dann sage ich noch 1-2 Highlights. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ehrlich? Ein bisschen hier noch draufgerechnet durch die Unterbrechung. Ja, richtig. Mein Geburtstag, da warst du nämlich auch da. Ja. War tatsächlich ein gutes Event, muss ich sagen. Waren, weiß ich gar nicht, 30 Leute bestimmt da. Vielleicht noch ein bisschen mehr, was in dieser kleinen Wohnung auf jeden Fall beachtlich ist. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich dir jetzt so sehen würde und du würdest 30 Leute einladen, würde ich sagen, Ada, lad mal 2 Leute aus. Ja, aber war schon gut. Wir machen auch jetzt zu Silvester wieder sowas. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir einen Tag vorher. Da werden nicht ganz so viele kommen, aber ich fand das schon sehr angenehm. Will ich zumindest nochmal erwähnt haben und auf diesem Wege alle Leute grüßen. Ich habe ja auch einen Livestream auf Twitch gemacht. Das war auch ganz witzig, dass das so nebenher läuft. Und dementsprechend gutes Event. Genauso ein gutes Event war für mich die Gamescom, da hast du vielleicht auch nicht so Bezug zu, aber auch das will ich wenigstens kurz erwähnen. Gerne, gerne. Weil es ja immer schön ist, die Leute zu treffen, die man nur aus dem Internet kennt, und auch dieses Jahr wieder richtig gutes Video bei rumgekommen. Also da kann ich mich nicht beschweren. Und eine Sache noch, und zwar Rom. Rom war ich dieses Jahr. Ja, schöne Videos auch. Schöne Videos entstanden in Rom, und die Reise war super geil, sie war billig. Und das habe ich mir auch bei der Recherche hier, so, was war dieses Jahr geil, bin ich an Rom hängen geblieben, und da dachte ich auch wieder, ey, ich verreise viel zu wenig. Und da habe ich direkt, ich habe jetzt 3 Flüge gebucht für Januar und Februar. Ach. Alles super billig, ich habe für 2 Euro Mallorca gebucht. Für 2 Euro? Für 2 Euro, also hin und zurück dann 4 Euro. Ah, dann ist das teuer. Ich werde jetzt die Leute nicht erwähnen, von denen das ist. Die Mitarbeiter leiden nämlich ein bisschen, aber ich habe ein reines Gewissen, ja. Also... Mein Gott, die können ja jederzeit kündigen, wenn so. Richtig, ja, die für Freiheit den Preis, es kann, ja. Wenn es nicht gefällt, er kann gehen. Wer die Fluggesellschaft nicht liebt, soll die Fluggesellschaft verlassen. So ist es. Ja, und da schauen wir doch mal. Barcelona gucke ich mir noch an. Natürlich immer mit Kamera. Ich kann keinen Urlaub machen, es muss immer ein Video bei rumkommen. Von daher wird das schon großartig. Und zu Rom vielleicht noch mal eine kleine Anekdote, die ich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich das erste Mal so direkt offen erzähle, aber es ist jetzt lange genug her. So, und es sind halt Sachen, die auch von dem alten Podcast angedeutet wurden, von Herodes und von mir, weil er halt mittendrin steckte. Nicht wortwörtlich, aber übertragen. Schade. Und deswegen das jetzt nochmal ganz kurz, dass ich Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres in Anfang des Jahres rein... muss ich gerade überlegen, ob da sich ein Wortspiel anbietet, etwas mit einer Asiatin hatte, die ich über Tinder kennengelernt habe. Habe ich gesehen, glaube ich, mal. Das ist gut möglich. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir das, ich glaube, das hatte ich dir auch schon mal erzählt, aber egal. Hatten dann was und war klar, dass es so Freundschaft plus ist und war ganz interessant so, war auch super coole Person, die auch übrigens sehr viel reist. Und dann, liebe Grüße an der Stelle. Ja, versteht sie leider nicht. Also da kann ich auch Bücher zu schreiben, was Kommunikationsprobleme angeht. Das ist wirklich sehr interessant.
Und da hat mich Herodes dann immer aufgezogen, wenn ich quasi jeden einzelnen Satz übersetzt habe. So, aber war auf jeden Fall lustig. Und dann hat sie sich etwas einsamer gefühlt, weil viele ihrer Studentenfreunde weggezogen sind. Und dann wollte sie dann mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, das funktioniert irgendwie nicht so für mich. Und dann haben wir uns nicht mehr gesehen, weil ist besser erstmal so ein bisschen Abstand und so. Obwohl wir uns trotzdem cool fanden und so. Und dann bin ich nach Rom geflogen. Und dann saß ich da auf der spanischen Treppe in Rom. Und dann läuft sie plötzlich an mir vorbei. Da ist die Frage. Zack, oh. Und mit diesem. Aufstehen. Tja. Das ist ja auch die Frage, wer ist Dog wen? Es wusste keiner von dem anderen. Es geht gar nicht. Dass du gerade der Person, der du gerade mehr oder weniger aktiv aus dem Weg gehst, das ist krass, am anderen Ende der Welt sozusagen zufällig über den Weg läufst. Das ist unklar, das ist absolut unklar. Habt ihr euch wahrgenommen auch? Oder? Naja, klar, wir haben auch kurz geredet. Wie gesagt, wir hassen uns ja nicht oder so. Ja. Es war halt nur so, yo, ein bisschen Abstand. Aber das war dieses Jahr wirklich eins dieser Events, wo ich dachte, what the fuck, das geht gar nicht. Das ist so ein One-in-a-Million-Ding. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Ich hatte das mal so ähnlich in Prag, da war ich mit einer besten Freundin damals in Prag und ja. Ich habe einen Facebook-Freund aus Prag und der wusste davon nichts ja. Und ich laufe halt durch die Stadt und der spricht mich von hinten an. You are Tino, right? Oh mein Gott, so, das war auch so ein Ding, aber vielleicht nicht ganz so lustig, weil wir uns ja noch nie persönlich gesehen haben und nicht aus derselben Stadt kommen. Großartig auf jeden Fall. Jetzt haben wir wahrscheinlich nur noch so 2-3 Minuten plus minus hier. Aber wir können auch gerne in Zukunft gerne Tinder-Geschichten auspacken. Da habe ich auch ein paar schöne Sachen zu erzählen. Ja, es ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis gewesen. Ja, es hat auch seine Schattenseiten für mich, aber können wir gerne mal drüber sprechen. Können wir vielleicht auch immer machen, dass wir ein größeres Thema haben. Wir haben ja jetzt hier gut gebrainstormt. Ich muss sagen, im Nachhinein, ich finde dieses von schlechten Eltern echt gut. Ja, das ist fast gut zusammen. Auch wieder das Einzige wieder, dass man nicht ganz rafft, um was es geht. Aber man kann trotzdem assoziativ wissen, okay, ja. Wir müssen nur irgendwie herausstellen, wenn das hochgeladen ist, dass klar ist, dass das nicht der Titel ist. Mhm. Weil dann könnte es ja heißen, wir reden von schlechten Eltern. So, dass das ein Thema für diesen einen Podcast ist. Aber sonst finde ich das echt gut. Ja, vielleicht noch einen kleinen Untertitel drunter oder irgendwas anderes oder ins Bild, Thumbnail, keine Ahnung. Im besten Fall laden wir das ja auch bei Audioanbietern noch hoch, zusätzlich zu YouTube. Und aber ich finde das echt gut. Ich auch. Das auch, weil wir ja, also du ja auch, ja, den einen oder anderen Witz mal machen, den man vielleicht nicht machen sollte, wenn man von gutem Elternhause stammt. Und finde ich eigentlich ganz gut. Doch, doch. Finde ich eins nice, eine Idee, hat viel Spaß gemacht. Ja. Auch eine lustige Unterbrechung. Also hier kann alles passieren, ja. Ja. Hier laufen Leute durch den Raum, Mitbewohner oder vielleicht auch mal prominente Personen, ja. Das stimmt. Wer weiß, was passiert. Erst vielleicht, wenn wir ja eh planen, nochmal außerhalb dann durchlaufen oder so, dann kann man da ist viel Luft nach oben. Und auch nach unten. Der virale Hitler muss auf jeden Fall, das finde ich perfekt, also das muss auf jeden Fall immer verliehen werden. Und wenn es auch nicht super viral ist, sondern einfach nur ein Trend oder irgendwas, was einen ankotzt. Ankockt. Ja, das kann ja auch sein. Hast getindert, da hat dich jemand angeguckt, zack, viraler Hitler. Namentlich erwähnt, Tinder-Profil unten in der Beschreibung verlinkt. Hatet den mal. Fertig. Problem gelöst. Ja, sehr schön. Eine sehr schöne Episode 0. Dann würde ich sagen... Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt durchgehalten. Die eine Stunde und ein paar Sekunden vielleicht. Mal sehen, wie lange es war. Schreibt bitte ganz viele Kommentare, die wir ignorieren können. Richtig. Und dann sehen wir uns in der ersten offiziellen richtigen Folge, würde ich sagen, wo wir vielleicht die erste Woche des neuen Jahres Revue passieren lassen. Richtig, richtig. Und dann wird das großartig. Ich würde auch sagen, dass wir hier gerade so Outro-Musik im Hintergrund haben, die immer lauter wird. Genau, das finde ich einfach so. Find wird langsam zu laut, muss ich sagen. Ja. Wir müssen bald mal, ja. Das ist wie die Schreie von Leuten bei Terroranschlägen. Die sind auch immer zu laut. Nervt auch. Ja, nervt einfach.